Liebe Sportunion-Familie Oberösterreich, gleich am Beginn meiner Grußbotschaft eine Entschuldigung, die ich anbringen muss, dass es mir leider nicht möglich war, diesen Termin, den ich mir so sehr gewünscht habe und auch mit dem Präsidenten Franz Schiefermair lange geplant habe, auch persönlich wahrnehmen zu können. Wie Sie wissen und wie ihr wisst, ist dazwischen viel passiert. Ich habe mich entschieden, in die Politik zu gehen. Ja, und damit leider Gottes auch meine Funktion in der Sportunion als Präsident in Österreich nicht mehr weiterführen zu können. Umso mehr aber trotzdem die Freude, heute am 30. Landestag diese Grußbotschaft geben zu können. Ich freue mich, dass Oberösterreich nicht nur in der Sportunion, aber ganz besonders immer ein großes Vorbild ist. Ein Vorbild ist in den Aktivitäten, im Engagement, auch durchaus in der kritischen Forderung, so wie ich es erlebt habe bei diversen Bundestagen und Bundeskonferenzen, wo besonders die Delegiertinnen und Delegierten aus Oberösterreich sehr aktiv sich eingebracht haben, immer gute Vorschläge und als Vorbilder vorangegangen sind. Ich gratuliere auch dem aktuellen und ich gehe davon aus, auch kommenden Präsidenten Franz Schiefermair, dass er mit seinem Vorstandsteam es wirklich schafft, diese Sportunion Oberösterreich zum Erfolg zu führen. Ganz wichtig, beispielhaft für viele nennend, das große Projekt Tägliche Bewegungsstunde, wo es wirklich auch in Oberösterreich gelungen ist, vorbildhaft für ganz Österreich Aktivitäten nicht nur zu planen, zu konzipieren, sondern bereits in die Umsetzung zu bringen. Das ist auch für die Zukunft und gerade für die Sportunion eine ganz wichtige Basis. Ja, besonders freue ich mich, dass in Oberösterreich sehr viele, auch ehrenamtliche und teilweise hauptamtliche Funktionärinnen und Funktionäre nicht nur ihren persönlichen Einsatz leisten, sondern auch die Begeisterung mitbringen, viele tausende Mitglieder in ganz Oberösterreich zu motivieren, zu begeistern. Und das, was auffällig ist, ist, dass es auch gelingt, Spitzensportlerinnen und Spitzensportler in Oberösterreich auch aus der Sportunion-Familie herauszuentwickeln. Ich hoffe und wünsche euch allen, dass dieser Erfolg der letzten Jahre und Jahrzehnte auch weiterhin seine Fortsetzung findet. Ich wünsche dem Vorstandsteam, gehe davon aus, an der Spitze mit Franz Schiefermair weiterhin viel Freude und hoffe, dass es mir gelingt, auch in Zukunft in dieser neuen Funktion den Kontakt zu euch zu halten und vielleicht bei der einen oder anderen Veranstaltung auch persönlich dabei sein zu können. Viel Freude, viel Begeisterung und jetzt noch einen schönen Landestag. Alles Gute!